Ach, meine Knie. Der ein oder andere von euch Hängemattenschläfer wird das kennen. Man schlaft in der Nacht in der Hängematte drin und es deiner Ohren die Knie weh. Viele sagen deswegen, Hängemattenschlafer ist nichts für mich, ich schlafe lieber auf dem Boden. Ich selber schlafe ausgesprochen gerne in der Hängematte. Zum einen, ich brauche nicht aufpassen auf die Bodenunebenheiten, mir ist es völlig egal, was unter mir ist. Und der zweite Hauptgrund, ich bin weit weg von den kleinen Krabbler, sprich von den Zecken. Aber auch mir ist schon passiert, dass ich Knieschmerzen gehabt habe. Und wenn es dich interessiert, was ich dagegen mache, dann bleib dran. Zum einen habe ich eine Luftmatratze, die wo ich knallvoll aufpumpe. Und bei meiner Hängematte ist es so, die hat ein extra Einschubfach für Luftmatratzen. Da schiebe ich die bloß rein und die Liegefläche von meiner Hängematte ist dann relativ waagrecht. Wenn ich im Sommer unterwegs bin und keine Luftmatratzen dabei habe, weil ich von unten keine Isolierung brauche, habe ich mir eine aufblasbare Rolle besorgt. Und die tue ich mir dann nur unter die Knie reinschieben. Und ich liege sehr bequem, ohne Knieschmerzen in meiner Hängematte drin. Der Vorteil von der aufblasbaren Rolle ist, sie wiegt gerade einmal 150 Gramm. Ist ungefähr 50 cm breit, drückt man also die Hängematten ein bisschen auseinander, sodass ich ein bisschen mehr Platz drin habe. Und wenn es mir zu hoch ist, lasse ich halt ein bisschen Luft raus und kann die Höhe somit einstellen. Wer keine so eine Rolle nicht hat, kann auch seine Jacke nehmen, die zusammenrollen und unter die Knie reinschieben. Funktioniert auch. Oder die Hülle, wo da meinetwegen der Schlafsack drin ist, Laub rein oder Grünzeug rein. Und dann hat er genauso eine Rolle für die Knie, auch einwandfrei, funktioniert wunderbar. Wenn du auch jemand bist, der wo Knieschmerzen beim Hängemattenschlafen hat, probier es einfach aus, Luftmatratzen oder Rolle oder beides, weil auch mit der Luftmatratzen liegt man nicht absolut eben, sondern man hängt auch ein bisschen durch, aber trotzdem dann die Rolle noch mit dazu. Und ein bisschen weniger Luft rein, dann kann man das ganz gut ausgleichen und dann kann man relativ gut schlafen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, vierte, Servus.